Hallo, in diesem Video wollen wir eine Rotation in der komplexen Ebene durchführen. Und zwar wollen wir eine Gerade, die 2 Einheiten lang ist und einen Winkel von 30 Grad hat, um 15 Grad rotieren lassen. Ne, genauer gesagt, die komplexen Zahlen, die sich auf dieser Geraden befinden. Gut, ich habe diese Aufgabe zweimal verfilmt, also es gibt 2 Videos über diese Aufgabe. In dem anderen Video, da habe ich die Aufgabe in Normalform gelöst. In diesem Video lösen wir die Aufgabe in Exponentialform, das ist wesentlich kürzer. So, was ist denn jetzt überhaupt gesucht? Also gesucht ist erstmal die gegebene Gerade, das heißt eine mathematische Beschreibung davon. Als zweites soll dann diese Drehung mathematisch ausgedrückt werden durch diesen Rotationsfaktor. Und das dritte, was wir suchen, das ist folgendes. Das ist die Gleichung für die gedrehte Gerade. Ja, die 3 Sachen sind gesucht. Ich kann es auch nochmal hier unten zeigen. Da habe ich es nochmal hingeschrieben. Also die Gleichung für eine Drehung heißt W gleich A mal Z. Das erste, was wir suchen, ist die Formel für diese gegebene Gerade hier. Ja, das ist dieses Z hier. Dann suchen wir den Drehfaktor für diese 15 Grad Drehung. Und das dritte, was wir suchen, ist das Produkt der beiden, also dieses W. Das ist der mathematische Ausdruck für diese gedrehte Gerade. Ja. Diese 3 Sachen suchen wir. Erst Z, dann den Drehfaktor A und dann W. Gut, dann fahre ich mal runter. So, jetzt haben wir die Aufgabe hier. Also wir beginnen mit Schritt 1. Da suchen wir die Gleichung für die noch nicht gedrehte Gerade, also für die gegebene Gerade. Das ist diese hier, ne, die mit den Punkten drauf. Ja, die kann man in Exponentialform ganz einfach beschreiben. Also alle Punkte auf dieser Geraden haben einen Winkel von 30 Grad, also schreibe ich hin e hoch i mal 30 Grad. Ja, und welchen Betrag haben diese Punkte hier? Die haben jetzt einen unterschiedlichen Betrag, der liegt zwischen 0 und 2. Ja, also schreibe ich hier ein r hin und lasse r von 0 bis 2 gehen. Dann habe ich dadurch habe ich alle Punkte auf dieser Geraden erfasst. Ja, und damit ist Schritt 1 schon fertig. Das hier ist also der Term für die gegebene Gerade, also für die Gerade, die noch nicht gedreht worden ist. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Da müssen wir den Drehfaktor A bestimmen, ne, für diese 15 Grad Drehung, die ich euch auf der vorigen Seite gezeigt habe. Gut, der Drehfaktor A, den haben wir hier. Von dem wissen wir, der hat immer den Betrag 1. Ja, und das heißt dann, wenn ich den in Exponentialform schreibe, dass das eine nackte E-Funktion ist, ohne was davor. Ja, also nicht so wie hier, bei der Exponentialform steht ja hier immer noch der Betrag davor, aber weil der Drehfaktor A den Betrag 1 hat, ne, und zwar immer, ja, darf hier nichts vorstehen, beziehungsweise da darf höchstens eine 1 vorstehen. Ja, aber die 1 kann ich ja weglassen, mal 1, macht ja nichts, ne, ändert ja nichts. Also kann ich sagen, weil ich den Drehfaktor A suche, der muss schon mal in Exponentialform diese Form hier haben, also eine nackte E-Funktion ohne was davor. So, und den Drehwinkel, ne, der ist ja gegeben, 15 Grad, da wissen wir, den müssen wir ja hier oben reinschreiben in den Exponenten, ne, vor oder hinter das I. Ja, und damit ist der Drehfaktor auch schon klar. Der Drehfaktor A ist e hoch i mal 15 Grad. So, jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Da wollen wir die Gleichung für die gedrehte Gerade bestimmen. Ja, aber erstmal machen wir Folgendes. Ich vergrößere das Ganze mal, weil das ist hier so klein geschrieben. Da muss ich mal eben gucken, wo das hier geht bei meinem Programm. Ja, so ist es, glaube ich, schon besser. Jetzt muss ich nur ein bisschen nach unten fahren. Ja, ist immer noch ein bisschen klein, vielleicht noch eine Stufe größer. So, jetzt müsste es aber reichen. Gut, also wir suchen die Gleichung für die gedrehte Gerade und die Gleichung für eine Drehung lautet W gleich A mal Z.
Ja, und A und Z haben wir ja schon bestimmt in den vorigen, in den beiden vorigen Schritten. Also kann ich das A eintragen, das war E hoch I mal 15 Grad, das habe ich hier hingeschrieben. Und das Z, das habe ich hier oben, Z war R mal E hoch I mal 30 Grad, das habe ich hier hingeschrieben. Ne? Aber aufgepasst, wir müssen das, was dahinter steht, auch übernehmen, ne? Dass R nämlich zwischen 0 und 2 liegen muss. Ne? Also habe ich das hier dahinter geschrieben. So, jetzt vereinfachen wir, und zwar wir fassen diese beiden E-Funktionen zusammen. Ja, da habe ich im ersten Band, da habe ich das bewiesen, das ist eine Eigenschaft der E-Funktion, die entspricht in der Schulmathematik dem ersten Potenzgesetz. Und da kann ich einfach diese beiden E-Funktionen zusammenfassen, wenn ich die Exponenten addiere, das habe ich hier gemacht. Ja, so darf ich die zusammenfassen. So, dann habe ich dieses I ausgeklammert, die imaginäre Einheit. Und die Klammer habe ich dann vereinfacht, das ergibt 45 Grad. Ja, und da habe ich also das Ergebnis, ne? Wobei ich die 45 Grad noch als Pi Viertel geschrieben habe. Ne? Ich kann aber auch 45 Grad schreiben. Ja, aber auf jeden Fall ist das die Lösung. Die gedrehte Gerade besteht aus den Punkten W gleich R mal E hoch I mal 45 Grad. Und dieses R liegt zwischen 0 und 2. Ja, und damit sind wir schon fertig. Wir haben alle drei gesuchten Größen gefunden. Und ihr seht, das ging ziemlich schnell. Wie gesagt, in den anderen Video wird die Aufgabe nochmal durchgerechnet, dann aber in Normalform. Und da seht ihr, in Normalform ist das Ganze viel schwieriger. Zumindest ist es sehr umständlich. Ja, wir sind am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.